Willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Wir machen weiter. Ich bin froh, dass es bei der Ankündigung nicht um etwas Negatives ging. Und ich bin froh, dass es nicht wieder eine Party gibt. Willst du auf Zeitpatrouille gehen? Natürlich. Sei vorsichtig. Sehr schön. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Oh. Das ist groß, das ist wirklich gewaltig. Was ist los, Kaioshin, derzeit? Hör genau zu. Tokitoki hat tatsächlich ein Ei gelegt. Moment, machst du Witze? Ein Ei? Ja, ein Ei von Tokitoki. Das ist ein Grund zum Feiern. Kaioshin derzeit, ist das der Notfall, von dem du gesprochen hast? Ja, wir müssen eine große Party feiern. Ich verstehe. Ich dachte, es hätte eine große Veränderung in der Geschichte gegeben. Du verstehst es nicht. Du verstehst es überhaupt nicht. Das sind unglaublich tolle Neuigkeiten für unsere Welt. Für alle Welten, die es gibt. Tatsächlich? Ich schätze, ich habe vergessen, dir etwas zu sagen. Tokitoki hat die Macht über die Zeit, klar? Die Eier, die er legt, enthalten die komplette Zeit für ein Universum. Wenn eines der Eier ausgebrütet ist, ist das der Beginn einer neuen Zeitlinie. Wow, das nenne ich mal ein Ei, was? Wir müssen also eine Feier vorbereiten. Ich werde etwas Wunderbares kochen. Moment, könnten wir die Party vielleicht etwas verschieben? Aber ich habe doch schon eine neue Schürze und alles. Und ich bin sicher, sie steht hier ausgezeichnet, aber ich bin überhaupt nicht hungrig und... Oh, wenn das so ist... Ich schätze, wir warten, bis wir alle zusammen sind. Dein Partner ist noch nicht zurück. Ja, ich hoffe, dass alles okay ist. Gelegentlich ein Anruf kann ja nicht zu viel verlangt sein. Genau. Ja? Da ist noch eine Änderung in der Geschichte. Ist dieses Ei vielleicht Dragon Ball Super? Man weiß es nicht. Oh Gott, Geräusche im Hintergrund, die muss ich euch stumm schalten. Eigentlich gleich nochmal pausieren. Aber ich möchte euch ja jetzt nicht der Cutscene berauben, die jetzt folgt. Hoffe ich. Ausgezeichnete Arbeit. Oh, das scheint wirklich Bardock zu sein. Wir haben ziemlich viel Energie gesammelt. Turtz, Slug und Cooler tragen alle ihren Teil dazu bei. Sie haben viel mehr Schadensenergie zurückgebracht, als ich dachte. Ja, ich fühle mich dank ihr so viel stärker als je zuvor. Warum bin ich dennoch plötzlich so beunruhigt? Was ist das für eine seltsame, unmessbare Stärke? Warum haben sie sie und ich nicht? Der hier ist auch so. Er ist viel stärker als zu der Zeit, als wir ihn das erste Mal gefangen haben. Und er ist sogar noch stärker als Towa. Er ist sogar noch stärker als Towa, als er seine Stärke verbesserte. Aber er macht mir nicht so viel Angst wie die anderen. Was ist das für eine Stärke? Mira, die Zeit ist gekommen, wir werden unseren Plan umsetzen. Du bist bestimmt schon ganz ungeduldig, oder? Oha, jetzt geht's an die richtig starken Gegner. Also an die richtig starken Gegner. Das sind nämlich dann schon andere Kaliber hier mit dem legendären Super Saiyajin und dem konzentrierten Bösen. Weg da, Kampf um Leben und Tod. Reduziere Majin Buus Gesundheit auf eine bestimmte Menge. Und ich würde sagen, hier mache ich einen Cut und mach mal den Hintergrund kurz aus. Bis gleich. Weiter geht's. Ihr seht schon, ich hatte kurz Tastatur gedrückt, weil ich ja die Aufnahmen pausiert habe.
Dann dürfen wir Broly nicht den Lauf der Geschichte verändern lassen, wenn der hier so ein Chaos anrichtet. Ja, warum darf ich Broly nicht umbringen? Ja, Vegeta wollte sich opfern. Broly, was willst du denn eigentlich noch? Außer dass sie mir meine Goldform geklaut haben, kann er ja nicht fehlen. Ah, Majin Buu. Jetzt habe ich eigentlich erst die Berechtigung, mich mit Majin Buu anzulegen, aber soll's. Gar kein Problem. Jetzt sollte die bestimmte Menge erreicht sein, oder? Ja, ist es. Jo, ich brauche nicht mehr verwandelt sein. Den Rest schaffst du alleine, Vegeta. Ja, ich schnapp mir Kakarot und verschwinde. Super Saiyan, Gott Super Saiyan. Nee, so weit sind wir noch nicht. Außerdem wäre es mir deutlich lieber, wenn sie ihn einfach Blue nennen. Trunks, Bulma, Mama, Taisetsunishiro. Hä? Omaewa, Kambo, no Kurokara, Ichidomo, Daitea, Takotora, Nagatana. Takasete, Kre. Nanda, Papa. Yameteo. Hazukashiyo. Genkidena, Trunks. ピッコロ。貴様の片付け方が分かった。やっとな。あいつは初めて自分以外の者と戦おうとしているな。夢の道を捨てて。 Dummerweise hat es nicht gereicht, aber sehr emotional. Wie gesagt, nur schade, dass es halt eben nicht gereicht hat. Gute Arbeit, du hast das heute sehr gut gemacht. Vater. Es war sicher nicht leicht für dich, diesen Teil der Geschichte noch einmal zu erleben. Aber jetzt haben wir keine Zeit, um uns darüber aufzuregen. Die Geschichte ist immer noch ein wenig aus dem Gleichgewicht.
Hey! Was willst du? Sei nicht so herzlos. Du musst das Trunks immer so schwer machen. Nein, es geht schon, aber danke. Ich bin stolz, der Sohn meines Vaters zu sein. Was ich gesehen habe, wird mich nicht deprimieren. Ja, vor allem... Trunks, lass mich ausreden. Vor allem, das ist ja nicht mal der Trunks, der das erlebt hat, also... Ne? Ich wollte es bloß mal gesagt haben. Auf jeden Fall, vielen Dank für die harte Arbeit. Ruh dich etwas aus, wir reden später weiter, wenn du soweit bist. Machen wir. Es gibt wahrscheinlich wieder 1000 Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Nur weil wir so ein bisschen Story hatten. Könnt ihr mal nachgucken, ansonsten mal, wenn ich mit Story weiter. So, Zeitriss ist keiner aufgetaucht, aber es gibt wieder zwei von diesen blauen Punkten. Um die würde ich mich gerne zuerst kümmern, weil da ja gerne mal Dragon Balls mit zusammenhängen. Und Dragon Ball ist für mich immer sowas, das möchte ich haben. Meister ist auch keiner aufgetaucht. Wir können auch, wenn ihr wollt, wollt ihr nicht, ich weiß, aber wenn ich will, dann können wir jetzt nochmal kurz gucken, ob schon neue Parallelquests eingetroffen sind oder ob wir einfach unbehelligt damit Story weitermachen können. Natürlich gibt es neue. Okay, wir machen aber erstmal die blauen. Dann können wir uns im nächsten Part um die PQs kümmern, beziehungsweise PQ und Blau, und im übernächsten machen wir dann einfach wieder Story. Ist das okay? Ich hoffe doch. So, wer bist du eigentlich? Ich habe die lange Reise auf eine südliche Insel gemacht, um mich zu entspannen. Ah, ist es schon Freitag? Nein, ist es nicht. Ach Gott, was wollt ihr denn hier? Ich bin der Freund der Gerechtigkeit und der Verteidiger der Freiheit. Ich bin der große Saiyaman 1. Dito, ich bin der große Saiyaman 2. Wer bist du? Du strahlst große Macht aus. Etwas Großes und Böses bedroht die Erde. Alleine können wir sie vielleicht nicht retten. Wir brauchen deine Hilfe. Lass uns dieses Böse im Namen der Gerechtigkeit zusammen bekämpfen. Ja, okay. Kein Problem. Habt ihr vielleicht einen Dragon Ball für mich? Ich würde gerne den Drachen um noch ein paar Sachen erleichtern, wenn das denn möglich wäre. Gerade mehr Charaktere, fände ich super. Einfach alles freischalten. Alles. Der große Saiyaman ist hier. Besiege Cell. Kein Problem. Komm, wir machen das im Schnelldurchlauf. Wir gehen gleich als Gold los. Das sollte dann ja nicht so schwer fallen. Was ist heute eigentlich für ein Tag? Wenn ihr das Video seht. Ich weiß gar nicht mehr. Ist das immer noch der Part? Ich glaube, es ist immer noch Donnerstag. Bin mir aber nicht sicher. Oder ist heute wirklich schon Freitag? Also wenn ich das aufnehme, ist nicht Freitag, ne? Nur damit ihr es wisst, falls wirklich Freitag ist und ihr jetzt denkt, sag mal, Wolf, bist du eigentlich total bescheuert? Natürlich ist Freitag. Nee, ist alles im Voraus aufgenommen. So, Raditz, das war's mit dir. Pflanzenmann, willst du auch noch eine Runde? Du willst auch noch spielen? Pflanzenmann, leg dich nicht mit mir an. So, wir haben wieder Maximalleben. Damit sind die Saiyajin schon mal weg. Kommt jetzt wieder Freezer Saga oder was ist jetzt dran? Das hatten wir ja auch schon mal in der Parallelquest. Ja, Freezer Saga, Rikum. Ja, ein Treffer besiegt, ne? Dazu hattest du auch nicht wirklich Gelegenheit. Stimmt, jeez. Oh, ein Crusher Ball. Nicht schlecht. Oder sowas ähnliches. Ach, jeez.
Raspberry, versuch's gar nicht erst. Ich gehöre zur gleichen Spezies wie Freezer. Und ich bin viel stärker und du hast nicht mal annähernd eine Chance gegen ihn. Hättest ja nicht mal eine Chance gegen Ginyu. So, irgendein Portal muss jetzt aber aufgehen. Oder sind die beide offen? Sind beide offen, wollen bloß nicht, dass ich durchgehe. Auch schön. So, was fehlt denn sonst noch? Hier drüben ist noch ein grünes Portal, in dem wir nicht waren. Capsule Corp. Wer wartet da auf uns? Das große Böse, Sir? Ich will's hoffen. Aber wahrscheinlich kommt der dann wieder in der Mitte. Ach, Guldo. Nerv nicht. Ach so, nee, aufs Portal möchte ich nicht schießen. Du hast geblockt, ne, Guldo? Gib's doch zu. Bata hat bisher nur rumgestanden. Dann kriegt Bata auch noch so ein Bällchen zum Spielen. Oh, Apul hat dich's genommen. Tut mir leid, Bata, dann musst du mit den Strahlen spielen. Ja, stimmt, Ginyu fehlt noch. Kommt der jetzt? Ist der jetzt dran? Darf ich ihn umbringen? Bitte. Bis jetzt war ja noch keine Herausforderung da. So, jetzt sind hier ein Haufen Portale, die keinen interessieren, ja. Ach, Freezer. Moin. Natürlich spielen wir. Ihr braucht mir nicht zu helfen. Mit dem Weichei werde ich auch ohne euch fertig. Wahrscheinlich kommen dann nochmal Cell und Freezer zusammen in Ultimativ für praktischen Finalkampf. Das kann uns ja eigentlich egal sein. Weil, seien wir ehrlich, als ob die beiden Weicheier eine Chance gegen uns hätten. Selbst wenn sie sich zusammentun. Wir werfen die mit einer Supernova, dann ist vorbei. Ja komm, komm raus. Ach moin. Cell erste Form und cooler. So, komm. Cell erste Form ist im Prinzip besiegt. So, wo ist Cooler? Cooler, ich habe von dir ein bisschen was gelernt. Willst du mal gucken? Und das habe ich von deinem Bruder. So, vorbei jetzt. Jetzt habe ich mich extra zurückverwandelt. Jetzt geht der nochmal in die Muskelform oder was? Ich dachte, jetzt wäre es vorbei mit der Übeltäterei. Gut, wenn ihr unbedingt wollt. Was ist denn mit Cyberman 2 los? Die ist irgendwie an dem Haus nicht vorbeigekommen. Dann verwandle ich mich halt tatsächlich nochmal. So, Cell, volle Kraft. Weiß nicht, wen ich da gerade zerlegt habe, aber irgendwen habe ich getroffen. Ich würde mal ganz spontan sagen, ich habe Freezer getroffen, wenn ich Cell nicht erwischt habe. Jetzt habe ich Cell erwischt. Cell la vie, ne? Ihr habt es verstanden. Wahrscheinlich hasst ihr es, aber trotzdem. Na komm,
Die Supernova nehme ich für deinen kleinen Freund. Oh, ich habe ihn verfehlt. Hey Freezer, die Technik habe ich von dir gelernt. Beziehungsweise das hier ist eine Technik, die ich von dir gekauft habe. Kann ich mich jetzt wieder zurückverwandeln? Und keinen Dragon Ball. Frechheit. Solange es das Böse auf dieser Welt gibt, wird die Gerechtigkeit hell erstrahlen. Und sie wird nicht aufgeben, bevor wir siegreich sind. So, Leute. Wir haben jetzt heute, glaube ich, genug gemacht. Der Part ist mehr als lang genug. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben, weil über sowas freue ich mich immer, das wisst ihr. Also sowohl über die Kommentare als auch über den Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann im nächsten oder einem, also im nächsten Video oder vielleicht einem anderen Projekt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei wärt. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich fliege offscreen dahin. Bis dann, euer Wolf.